Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Digitalkamera mit einem Fernsehgerät verbinden kann. Vielleicht wollt ihr wissen, wie das geht, weil ihr euch gerade irgendwo ja bei Freunden, Bekannten, Verwandten Urlaubsfotos anschauen wollt, habt die Kamera dabei und wollt jetzt schauen, wie man das mit dem Fernseher verbindet. Im Prinzip ist das ganz einfach. Ich möchte euch anhand meiner Zweitkamera zeigen, wie das geht. Hier könnt ihr das Gerät sehen. Mit meiner besseren Kamera drehe ich das Video. Aus dem Grund zeige ich euch das jetzt nicht. Also dieser Camcorder oder auch Digitalkamera ist die Ausgangslage und verbinden tue ich das Ganze mit einem ganz normalen herkömmlichen Datenkabel. Das ist jetzt kein HDMI-Kabel, würde aber auch funktionieren. Meine Zweitkamera unterstützt das leider nicht, aber über HDMI ist es ähnlich. Da zeige ich euch auch kurz, wie das gehen würde. Ich habe den Fernseher jetzt einfach mal von der Wand genommen, um euch die Anschlüsse etwas besser zu zeigen. Wenn ihr die Kamera mit einem HDMI-Kabel verbinden wollt, braucht ihr am Fernseher einen solchen HDMI-Anschluss und natürlich auch an der Kamera das Gegenstück dazu. Dann würdet ihr einfach diese beiden Steckverbindungen mit dem HDMI-Kabel verbinden. Ja, da meine Kamera das wie gesagt nicht unterstützt, habe ich hier ein ganz normales Videodatenkabel. Das stecke ich dann hier in die gelbe Buchse, wo auch Video drauf steht, also das Gelbe ist für Video, stecke ich es hier rein. Dann das Ganze noch, wenn man es möchte, mit Audio. Vielleicht habt ihr auch ein Video gedreht, was ihr euch anschauen wollt. Also dann auch die Audiobuchsen noch miteinander verbinden. Nun müssen wir das Ganze noch an der Digitalkamera anschließen. Und da müsst ihr schauen, wo der Anschluss bei eurer Kamera ist. Hier habe ich eine Klappe, hier habe ich verschiedene Anschlüsse. Und nun verbinde ich das Kabel einfach mit meiner Kamera. Ihr müsst dann mal gucken, manchmal sind da auch so eine Staubschutzklappen etc. Das ist natürlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Ja, jetzt haben wir das Ganze verbunden. Nun müssen wir die Kamera einschalten. Und dann das Ganze auch am Fernsehgerät noch einstellen. Ja, jetzt habe ich den Fernseher eingeschaltet. Nun müssen wir noch in den Komponentenanschluss reingehen. Das heißt, dort, wo ihr dann üblicherweise vielleicht auch die PlayStation, einen Videorekorder, wer noch hat, oder DVD-Player mit verbindet. Das ist natürlich von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Aus dem Grund zeige ich euch, wie es bei mir geht. Ich gehe hier rein. Dort über den AV-Anschluss habe ich das Ganze verbunden. Nun bestätige ich den auch kurz. Das kann etwas dauern. Ja, zwischendurch wollte er hier noch einen Stream machen. Ja, und nun könnt ihr sehen, dass wir das Ganze verbunden haben mit dem Fernseher. Ich habe hier schon ein Beispielbild, was ihr sehen könnt. Und nun kann ich über die Kamera dann dort ja, das Gerät bedienen. Anhand der Kamera, ich kann hier wechseln zwischen Video- und Fotoaufnahmen. Das bediene ich hier an meiner Kamera. Da müsst ihr mal schauen, wie das vielleicht bei eurem Gerät ist. Kann unterschiedlich sein. Und wenn ich mir nun ein Bild anschauen will, klicke ich das einfach an. Und ja, in dem Fall ein Video, könnt ihr sehen, funktioniert auch. Und jetzt vielleicht nochmal ein Bild. Das klicke ich euch hier auch mal an. Da habe ich einfach mal ein Foto von der Fernbedienung gemacht. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert das Ganze. Ist relativ simpel. So könnt ihr euch die Urlaubsfotos oder auch andere Bilder ganz normal auf euren Fernsehgerät anschauen. Videos, wie ihr gesehen habt, funktioniert auch. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.